ein Mindestlohn ist natürlich aus moralischer Sicht vielleicht vertretbar, aber es gibt bessere Möglichkeiten, den Geringverdienern zu helfen, indem man ihnen Lohnzuschüsse zahlt. Dann fällt der Arbeitsplatz weg und die Menschen sind arbeitslos. Und das sage ich für die Freien Demokraten. Nicht zu arbeiten, keinen Arbeitsplatz zu haben, ist schlechter als einen gering entlohnten Arbeitsplatz zu haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine ganz tolle Konjunkturlage, wie wir sie überhaupt noch nicht gehabt haben. Und da kann man alle möglichen Experimente machen. Man kann auch Geschäftsmodelle kaputt machen durch einen zu hohen Mindestlohn. Dann hilft man den Betroffenen ja nicht, weil es die Jobs gar nicht gibt. Schröder hat ja vor 15 Jahren eine große Reform gemacht, damals die Agenda 2010, und hat damit den impliziten Mindestlohn gesenkt. Er hat den Leuten weniger Geld fürs Wegbleiben und mehr fürs Mitmachen gegeben und damit den Lohn, zu dem sie ein Beschäftigungsverhältnis eingehen konnten, gesenkt. Er hat neue Geschäftsmodelle möglich gemacht. Es ist ein Jobwunder entstanden in Deutschland. Das sollten wir nicht kaputt machen. Allein die Anhebung des Mindestlohnes nochmal, meine Damen und Herren, bringt uns in der Sache nicht weiter. Wir müssen nicht über Mindestlohn reden, meine Damen und Herren, wir müssen über Wohlstandslohn reden. Und ich sage Ihnen, gerechte Löhne fallen nicht vom Himmel. Wir müssen die Arbeitnehmer ermuntern, sich gewerkschaftlich zu organisieren, etwa in Alarm. Denn das ist die Aufgabe der Vertragspartner am Arbeitsmarkt, um ordentliche und auskömmliche Löhne zu verhindern. In deutschen Landen gilt ein gesetzlicher Mindestlohn, doch nirgendwo ist man willens, so viele Ausnahmen geltend zu machen, Schlupflöcher auszuheben, Tarifverträge zu schließen, dass auch trotz des Mindestlohnes noch mehr als 4,5 Millionen Menschen keine 7,50 Euro die Stunde verdienen. Auflockern kann diese Statistik das aufstocken, teils Vollzeitstellen, die trotz Mindestlohn nicht einmal Hartz-IV-Niveau erreichen. 1,5 Millionen Menschen, die jeden Tag begehen mit der unverrückbaren Gewissheit, dass es ihre Arbeit nicht verdient, mit einem Betrag vergütet zu werden, von dem man leben kann. Verträge sind einzuhalten, pacta sunt servanda, der gewiefte Marktradikale weiß aber, sie nur zum Schein zu halten, aus einer ganzen Stelle mache drei und somit von Verträgen frei. Damit nach wie vor jede vierte ostdeutsche Frau unter Mindestlohn ihrer Altersarmut entgegenfiebern darf, denn lieber eine Stelle, von der man nicht existieren kann, als gar keine Stelle. Und von Elfenbein umsäumten Turmbewohnern noch das Stigma der Faulheit um die Ohren geschlagen zu bekommen. Denn allen Marktanalysten und Wirtschaftspropheten zum Trotze ist der fleischgewordene, Bilzebub-ähnliche Albtraum eines Mindestlohns kein selbstzerstörerischer Akt linker Spinner, sondern ein vernünftiges Mittel, Löhne sicherzustellen, die inländischen Lebenshaltungskosten genügen, nicht etwa jenen in Tadschikistan. So beschloss das Neuenburger Kantonsvolk 2011 einen kantonalen Mindestlohn von 20 Schweizer Franken, ohne eine 95 Thesen lange Liste abstruser Ausnahmen. Zu Bedingungen, die jeden Neoliberalen den Angstschweiß unter die von Maßanzügen gequetschten Achseln treiben würde. Der Wirtschaftsraum, also die Schweiz, in dem sich Neuenburg befindet, kennt keinen gesetzlichen Mindestlohn. Auch kein anderer Kanton hat bisher einen solchen in der Verfassung gültig verankert. Die Folgen? Der Kanton entwickelte sich durchschnittlich weiter, die große Flucht von Firmen und Unternehmen blieb aus, die trotz der biblischen Plage eines Mindestlohns im wunderschönen Kanton Neuenburg verweilten. Und auch seit der Mindestlohn in Neuchâtel per Gesetz in Kraft trat, ist Neuenburg nicht zum Armenhaus der Schweiz verkommen, keine leer gefegten Fabriken, keine staubbedeckten verlassenen Geschäfte, nur einige tausend Menschen, die mehr bekommen als zuvor, mehr bekommen, als ihnen bisweilen zugestanden wurde. Auch hier bewahrheitet sich erneut, was schon Lacordaire und Rousseau begriffen haben, dass es zwischen Arm und Reich die Freiheit ist, die unterdrückt. Und das Gesetz, das befreit. Und die Alternative für so eine Zukunft liegt zumindest im Deutschen Bundestag genau gegenüber von jenen, die sich selbst als Alternative bezeichnen.